Willkommen zu meinem Vortrag mit dem Titel Animal Symbolis Interveniens – Arnold Gehlens Sprachtheorie im Kontext rezenter linguistischer Erkenntnisse. Sollte sich die zeitgenössische Linguistik mit Gehlen beschäftigen? Meines Wissens bin ich der Einzige, der das tut, auch wenn dadurch gerade der eine oder die andere auf ihn aufmerksam wird. Meine Antwort ist, sie sollte. Er hat absolut zukunftsweisend gesehen, dass die Sprache ein sensomotorisches System ist, wie er sagt, in dessen Leistungen diejenigen von Hand und Auge im bekannten dreifachen Sinn aufgehoben sind. Warum tut es dann niemand? Die kognitive Wende, die ab Mitte der 1950er Jahre durch Noam Chomsky die Linguistik ergriffen hat, hat bestimmten wissenschaftlichen Denktraditionen, die für Gehlen und viele andere kontinentale DenkerInnen zentral waren, den Garaus gemacht. Ich möchte das so fassen. Gehlen war ein holistischer Pragmatist. Er hat Wahrnehmung, Vorstellung und Sprache unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dass sie in einem wechselseitigen Dienstverhältnis mit dem physischen Handeln und Verhalten des Menschen stehen. Chomsky hat das Wesentliche der Sprache in einer von allen anderen Fähigkeiten des Menschen abgekapselten, autonomen, nur kognitiven Kompetenz gesehen, die sich auch noch unabhängig vom Körper, von der Wahrnehmung, von anderen kognitiven Fähigkeiten in der Manipulation bedeutungsloser Symbole erschöpft. Das ist in etwa das Gegenteil von dem, was Sprache für Gehlen ist. Seit 20 bis 30 Jahren bröckelt dieses Paradigma aber und Sprache wird wieder stärker mit dem Körper, Stichwort Embodiment, verbunden, außerdem im Zusammenhang mit Wahrnehmung und Kognition gesehen, aber vollständig aus einer Tradition heraus, die vom englischen Empirismus herkommt. Von den VordenkerInnen dieser neueren kognitiven Linguistik kennt niemand Gehlen. Ich habe mich kürzlich im Fachgebiet germanistische Sprachwissenschaft mit einer historischen Korpusstudie in anthropologischer Absicht habilitiert und eine Verortung der Grammatik sozusagen im Aufbau des Menschen versucht, die man vielleicht als Vertiefung der philosophisch-anthropologischen Sprachtheorie und das ist im Wesentlichen diejenige Gehlens betrachten kann. Ich möchte Ihnen im Folgenden andeuten, wo, wie und warum ich Revisionen der gehlenschen Sprachtheorie vorgenommen habe. Ich werde mich aus Zeitgründen auf einige wenige Thesen beschränken und ich kann nicht alle Ihre Implikationen so gebührlich ausführen, wie es vielleicht wünschenswert wäre. Bevor ich an die Revision der gehlenschen Sprachtheorie gehe, werde ich einen kurzen, vorbereitenden Parforce-Ritt durch sie machen. Der Mensch bei Gehlen ist morphologisch unspezialisiert und er ist korrelativ dazu instinktarm in seinem Verhalten. Damit stellt sich ihm die Wirklichkeit, denn eine Umwelt hat er eigentlich nicht, mit nahezu endlosen Merk- und Wirkmöglichkeiten dar. Seine Wahrnehmung der Wirklichkeit ist nicht auf die Aspekte eingeengt, die morphologische Spezialisierung oder Instinktverhalten ihm diktieren würden, sondern sie muss von ihm erst gebändigt und das heißt aspektvereinseitigt werden. Wie bewältigt er die, Zitat, unzweckmäßige Fülle einströmender Eindrücke? Indem ihr die Umwelt in unmittelbarem Kontakt handlungsförmig durcharbeitet und die, Zitat, Gebrauchs- und Umgangswerte der Dinge auf diese Weise handelnd erfährt. Die handlungsförmige Registrierung der Umgangs- und Gebrauchswerte ist die Aspektvereinseitigung der Wirklichkeit und sie entlastet von der Eindrucksfülle. Eine weitere Stufe der Entlastung wird dann über das Auge erreicht. Das Auge, mit anderen Worten die visuelle Wahrnehmung, entlastet die Hand, indem das Auge beim Handeln die Umgangs- und Gebrauchswerte, kurz die Indexikalität der Umweltphänomene, mitregistriert. Das führt dazu, dass der Mensch schon bald, Zitat, Übersicht über die Wirklichkeit erhält, indem er, ohne die Dinge anfassen zu müssen, ihre indexikalischen Werte übersieht und die sensomotorische Herausforderung, die sie darstellen, durch die Fernsinne, Zitat, erledigt.
Er sieht die Angriffsmöglichkeiten und er kann die Möglichkeiten, als was die Dinge alles erkannt werden können, unter pragmatischen Motiven auf bestimmte Aspekte verengen. Auf einer dritten Stufe entlastet der Mensch auch noch das Auge. Dies leistet die Sprache, ich möchte präzisieren, zunächst der lexikalische Teil der Sprache. Die autosemantischen, also selbstbedeutenden Wörter einer Sprache, machen die von sensomotorischen Situationsdrücken entlasteten, aspektvereinseitigten Wirklichkeitsausschnitte in Vorstellungsform verfügbar. Das Lexikon ist sozusagen das symbolische Sediment der handelnd erworbenen Umgangswerte und es enthebt den Menschen vom unmittelbaren Kontakt mit den Dingen via Hand und sogar vom mittelbaren Kontakt mit den Dingen via Auge. Zitat: Ablösung des Vorfindbaren von der Raumzeitstelle, das ist es, was das Wort, und gemeint ist hier das Wort als solches, bedeutet. Eine Handlung des Feststellens der Daseinsstabilisierung. Die nächste Entlastungsstufe und das Zitat Meisterstück menschlicher Leistung ist zuletzt die Grammatizität der Sprache. Lexikon und Grammatik erlauben zusammen satzförmige Urteile. Das sind festgestellte, aspektvereinseitigte Sachverhalte. Am Ende erlauben sie sogar generische Urteile der Form, der Mensch ist sterblich, die von jedem Situationsdruck entlastet und dadurch objektiv sind. Als Ganze ermöglicht die Sprache symbolische Welten, also kohärente, aspektvereinseitigte Vorstellungen der Wirklichkeit, seien sie vergangen, in die Zukunft entworfen, fiktiv oder kontrafaktisch. In der Zusammenschau bedeuten die sukzessiven Entlastungsstufen über Hand, Auge, lexikalisch vermittelte Vorstellung und grammatisch vermitteltes Urteil die stetige Herabsetzung des Umweltkontakts. Diesen Punkt werde ich anfechten. Ich komme zu meiner ersten These, die zu einer Relativierung dieser Entlastungsfunktion der Sprache durch Herabsetzung des Umweltkontakts führen wird. Die These lautet folgendermaßen: Es gibt Biases im Sprachverstehen, die als Instinkte oder Instinktresiduen gedeutet werden können und die dem direkten sensomotorischen Kontakt mit der Umwelt entspringen. Die Entlastung durch die Sprache reicht also nicht so weit, wie Gehlen behauptet. Es gibt Instinktverhalten, das durch die Entlastungsstufen hindurchläuft. Ich versuche jetzt in möglichst untechnischer Weise bestimmte Ergebnisse zum Sprachverstehen zu referieren, darunter meine eigenen. Und dabei wird es zunächst um mehrdeutige sprachliche Äußerungen gehen. Ich habe ein paar tausend Sätze aus Bibelübersetzungen verschiedener Sprachen und Sprachstufen analysiert und gezeigt, dass es darin viel mehr mehrdeutige Sätze, hier in der Grafik in hellgrau, gibt, als man gemeinhin denkt. In manchen Sprachen und Sprachstufen bis zu einem Viertel aller analysierten Sätze. Wir bemerken diese Mehrdeutigkeiten aber in der Regel überhaupt nicht, weil wir die Sätze trotzdem mühelos richtig verstehen. Um was für Mehrdeutigkeiten geht es und wie gelingt uns das? Hier ist ein Beispielsatz. Sie wundern sich, dass Sie die Männer dort gesehen haben. Es geht hier um den Nebensatz. Sind Sie die Sehenden oder die Gesehenen? Grammatisch betrachtet sind beide Interpretationen möglich. Man spricht von den semantischen Rollen Agens, der aktivere Teilnehmer, hier die Sehenden, und Patiens, der passivere Teilnehmer, hier die Gesehenen. Sie oder die Männer kann hier das grammatische Subjekt und das heißt das Agens sein. Im Englischen wäre der entsprechende Satz nicht mehrdeutig. That they have seen the men there. Hier ist they eindeutig nominativ und kann nur Subjekt sein und muss deshalb als Agens interpretiert werden. Außerdem ist anders als im Deutschen auch noch die Reihenfolge von Subjekt und Objekt fest. Der englische Satz ist also durch they der morphologischen Form nach eindeutig und er ist zusätzlich auch noch der syntaktischen Reihenfolge nach eindeutig. Er könnte also auch
der morphologischen Form nach mehrdeutig sein, wäre dann aber immer noch syntaktisch eindeutig. Das wäre beispielsweise der Fall bei that the dogs have seen the man there. Der deutsche Satz oben ist dagegen morphologisch mehrdeutig und syntaktisch mehrdeutig. Man kann an der grammatischen Form solcher Sätze nicht erkennen, wer darin Agens und wer Patiens ist. Und trotzdem bemerken wir solche Mehrdeutigkeiten meistens nicht und verstehen die Sätze trotzdem problemlos richtig. Wie machen wir das? Sie könnten jetzt sagen, und das ist leicht, der Kontext eines Satzes und unser Wissen über die Welt helfen uns dabei. Es ist doch beispielsweise klar, dass die Hähne geschreddert werden und nicht selbst schreddern. Ich sage, klar, Kontext und Weltwissen können helfen. Aber zum einen gibt es auch fiktive Welten, in denen das nicht zu gelten braucht. Und zum anderen, und das ist hier die Hauptsache, brauchen wir Kontext und Weltwissen nicht. Uns reicht das, was wir im Satz vorfinden. Ich habe nämlich Folgendes gezeigt. Wenn wir mit der folgenden Annahme in die Interpretation von mehrdeutigen Sätzen hineingehen, interpretieren wir mindestens 95% von ihnen richtig. Erste Teilannahme: Gehe davon aus, dass das Satzglied, das den höher belebten Gegenstand ausdrückt, das Subjekt und damit das Agens ist. Der Ausdruck höher belebt referiert hier auf die sogenannte Belebtheitshierarchie oder Empathiehierarchie. Das ist eine Hierarchie der absteigenden Ähnlichkeit zum Selbst, also in dem Fall zum Sprecher oder zur Sprecherin, und es lässt sich in verschiedenen Phänomenbereichen in Hunderten von Sprachen Evidenz für sie finden. Darin rangiert das Selbst am höchsten, dann kommen Verwandte, andere Menschen, belebte, aber nicht menschliche Entitäten, unbelebte Entitäten, Orte, Abstrakta und zuletzt Massen. Die Wirksamkeit dieser Hierarchie mutet mythisch an, aber die Belege sind Legion. Die zweite Teilannahme ist, bei gleicher Belebtheit der Satzglieder gehe davon aus, dass der zuerst ausgedrückte Gegenstand, also das erste Satzglied, das Subjekt und damit das Agens ist. Diese Sprachverstehensannahme ist keine bloß theoretische. Sie ist ein echtes Bias im Sprachverstehen. Wir gehen tatsächlich schon mit dieser Erwartung in die Interpretation mehrdeutiger Sätze hinein. Warum gibt es dieses Bias überhaupt? Gehlen sagt an einer Stelle, ihm, also dem Menschen, steht ein Überraschungsfeld unvorhersehbarer Struktur gegenüber, das erst in Vorsicht und Vorsehung durchgearbeitet, das heißt erfahren werden muss. Ich behaupte, das Sprachverstehensbias, das ich gezeigt habe, gehört bereits zur Vorsicht und Vorsehung, von der Gehlen spricht und mit der wir uns dem Überraschungsfeld nähern, mit dem wir ihm gegenübertreten, dem Überraschungsfeld, das die Wirklichkeit für uns bereithält. Der Gedanke, den ich jetzt ausbreite, ist daher bei Gehlen schon angelegt, aber Gehlen hat wahrscheinlich noch nicht die Mittel dazu gehabt, ihn zu Ende zu denken. Mit Vorsicht und Vorsehung dem Überraschungsfeld gegenüberzutreten, heißt für Gehlen, die Wirklichkeit ins Lebensdienliche umzugestalten. Das geschieht auf allen Entlastungsstufen mit je eigenen Zeitskalierungen. Um das zu zeigen, fange ich mit dem Größten an. Institutionen stellen die Versorgung mit Nahrung, stellen Lebenssicherungen und Triebsublimierungen in Zeiträumen von Dezennien bis Millennien auf Dauer, so dass ihre Hintergrundserfüllung sozusagen gewährleistet ist. Vorstellung und Sprache erlauben Ausprägungen von Vorsicht und Vorsehung, die es dem Menschen über Zeiträume von Minuten bis Jahren ermöglichen, die Zukunft handelnd zu entwerfen, also in der Vorstellung, und Entwürfe interaktiv zu realisieren durch die Handlung. Aber auch auf der Entlastungsstufe des Auges, und ich ergänze des Ohrs, haben wir es mit Vorsicht und Vorsehung zu tun, und zwar im Zeitbereich von Millisekunden bis Sekunden. Wenn wir beispielsweise im Auto sitzen und fahren und in 100 Meter Entfernung ein Reh im Bereich der Fahrbahn wahrnehmen, dann werden wir innerhalb von Millisekunden auf Basis der Umgangs- und Gebrauchswerte des Wahrnehmungsgegenstands vorhersagen, was das Reh als nächstes tun wird. Und unser eigenes Handeln daraufhin entwerfen.
Das Folgende ist jetzt zentral. Der Mensch ist ein prädiktives Lebewesen, das in jedem wachen Moment, in den Situationen, in denen es sich befindet, versucht, die Vorhersagbarkeit dessen, was passieren wird, zu maximieren, um sich a. vor Gefahr zu schützen und um b. handlungsfähig zu bleiben, um eigene Ziele zu realisieren. Und auch das lässt sich als Bias formulieren, für das es unabhängige, nichtsprachliche Evidenz gibt. Ich nenne dieses Bias die Präferenz für verantwortliche Ursachen. Sie lässt sich so formulieren. In der Wahrnehmung von Ereignissen gehen wir beim ersten geeigneten Kandidaten prädiktiv davon aus, dass er die Ursache dessen ist, was gerade passiert, und außerdem, dass wir in ihm, wenn immer möglich, eine verantwortlich handelnde Person als Ursache vorfinden. Was leistet diese Präferenz für verantwortliche Ursachen? Ich meine, sie ist ganz im Sinne Gehlens. Sie minimiert Überraschungen im Wahrnehmungsfeld, indem sie uns die Ursachen von Ereignissen identifizieren lässt und die Ereignisse dadurch berechenbar, vorhersagbar macht. Am berechenbarsten sind für uns verantwortliche Ursachen, mit anderen Worten intentional handelnde Agenten. Denn wenn man die Intentionen von Personen kennt, kann man vorhersagen, was sie tun werden. Wenn es bloß physische Ursachen sind, wie fliegende Steine oder laufende Rehe oder stolpernde Menschen, dann kann es sein, dass noch etwas anderes deren Bewegungen verursacht hat. Wenn ein Stein auf uns zufliegt, dann weichen wir ihm reflexhaft aus, aber 500 Millisekunden später werden wir uns daran machen, die ultimate Ursache für das Fliegen des Steins zu suchen. Ich komme jetzt von hier erst zurück zur Sprache und von dort zurück zu Gehlen. Erinnern Sie sich, in mehrdeutigen Äußerungen gehen wir davon aus, dass das am höchsten belebte Satzglied Subjekt und Agens ist und bei gleicher Belebtheit ist es dann das erstgenannte Satzglied. Dies ist, vielleicht ahnen Sie es schon, die sprachspezifische Ausprägung unseres Bias für verantwortliche Ursachen. Jetzt könnte man sich fragen, was hat unser Bias für verantwortliche Ursachen in der Ereigniswahrnehmung mit der Interpretation von mehrdeutigen Sätzen zu tun? In den letzten 20 Jahren hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass Sprachverstehen modale Repräsentationen evoziert. Das heißt, eine Äußerung ist so etwas wie eine grammatisch geordnete Anleitung für uns, die Wahrnehmung dessen, was da ausgedrückt wird, zu simulieren. Simulation heißt, wir haben eine im Kortex lokalisierte, bildhafte Vorstellung dessen, was da ausgedrückt wird, und wir simulieren es sogar in Regionen des Motorkortex. Das heißt nichts anderes, als dass Sprachverstehen zurückgebunden ist an die Sensomotorik, an Auge und Hand, wenn man so will. Damit muss aber jetzt eine These Gehlens relativiert werden, nämlich die der stetigen Herabsetzung des Umweltkontakts entlang der Entlastungsstufen. Wenn sprachliche Äußerungen uns nämlich dazu anleiten, Wahrnehmungen und Handlungen zu simulieren, dann ist der Umweltkontakt, also der Kontakt zu dem, was da ausgedrückt wird, zwar medial tatsächlich herabgesetzt, denn die Laute oder Buchstaben sind ja nicht das, was sie transportieren, aber phänomenal besteht der Umweltkontakt. Das, was die Äußerung transportiert, wird ja in seiner Wahrnehmung und Ausführung simuliert. Hiermit wird jetzt auch begreiflich, was die Präferenz für verantwortliche Ursachen in der Ereigniskognition mit der Interpretation mehrdeutiger Äußerungen zu tun hat. Weil wir auf der Basis der Äußerungen Wahrnehmungen simulieren, springt bei der Konfrontation mit ihrem Inhalt die Präferenz für verantwortliche Ursachen an und wir versuchen im ersten geeigneten Gegenstand, den wir sozusagen vor das innere Auge bekommen, prädiktiv eine verantwortliche Ursache zu identifizieren. Und die sprachspezifische Ausprägung von verantwortlichen Ursachen ist erstens jetzt die höchstmögliche Belebtheit. Verantwortliche Ursachen sind dem Selbst nämlich maximal ähnlich. Und zweitens das frühestmögliche Auftreten des Gegenstands im Ereignis, weil Ursachenwirkungen vorangehen. Sprich, das erste Satzglied im Satz zu sein. Also genau das, was uns mehrdeutige Sätze richtig interpretieren lässt. Ich wiederhole meine These vom Anfang. Es gibt Biases im Sprachverstehen, die als Instinkte oder Instinktresiduen gedeutet werden können.
Damit ist die Prädiktion gemeint, dass in mehrdeutigen Sätzen das höher belebte Satzglied und bei gleicher Belebtheit erstgenannte Satzglied Subjekt und Agens ist. Die Biases entspringen dem direkten sensomotorischen Kontakt mit der Umwelt. Hier können wir jetzt sagen, und zwar entspringen sie der Präferenz für verantwortliche Ursachen in der Konfrontation mit nichtsprachlichen Ereignissen. Und diese Präferenz dient dazu, die Vorhersagbarkeit dessen, was passieren wird, zu maximieren und Überraschungen zu minimieren. Die Entlastung durch die Sprache reicht also nicht so weit, wie Gehlen behauptet. Es gibt Instinktverhalten, das durch die Entlastungsstufen hindurchläuft. Die Entlastung von Situationsdrücken, also Überraschungen, erfolgt zwar medial, aber nicht phänomenal. Das Instinktverhalten, also der Präferenz für verantwortliche Ursachen sozusagen zu erliegen, zeigt sich auf allen Entlastungsstufen. Ich möchte hier noch kurz eine Alternativdeutung meiner Präferenz für verantwortliche Ursachen nennen. Also im Kontext von Gehlens Sprachtheorie. Die Präferenz äußert sich in einem kognitiven Verhaltensschema, nämlich der prädiktiven Identifikation von verantwortlichen Ursachen und nicht in beobachtbarem physischen Verhalten. Vielleicht fällt es deshalb auch nicht unter das, was sich die klassische Ethologie als Instinktverhalten vorgestellt hat. Die Alternativdeutung wäre, die Prädiktion als solche zur kognitiven Spezialisierung des Menschen zu machen, die die morphologische Unspezialisiertheit komplementiert. Die morphologische Unspezialisiertheit bestünde also in einem Kompensationsverhältnis zur kognitiven Spezialisiertheit, nämlich der Spezialisiertheit zu prädizieren. Ich komme jetzt noch kurz zu einer zweiten These, die auf der ersten aufbaut und meine anthropologische Neuverortung der Grammatik betrifft. Ich habe gesagt, wir bemerken fast nie, dass Sätze morphologisch und syntaktisch mehrdeutig sind, und wir interpretieren sie trotzdem fast immer richtig, weil wir in der kognitiven Simulation der Satzinhalte der sprachspezifischen Ausprägung der Präferenz für verantwortliche Ursachen erliegen, einer instinktiven Präferenz. Was passiert nun aber, wenn wir morphologisch oder syntaktisch eindeutigen Sätzen begegnen? Wir simulieren die Wahrnehmung, zu der uns die morphologischen Formen oder festen syntaktischen Reihenfolgen, sprich die Grammatik, anleitet. Aber gleichzeitig gilt hier, auch in die Interpretation dieser eindeutigen Sätze bringen wir die Präferenz für verantwortliche Ursachen natürlich mit. Sie ist ja immerhin instinktiv. Die instinktive Ausgangserwartung verantwortlicher Ursachen bei hoher Belebtheit und ersten Satzgliedern trifft jetzt auf eindeutige morphologische Formen und gegebenenfalls auf feste syntaktische Reihenfolgen. Dabei kann jetzt zweierlei passieren. Erstens können die grammatischen Signale zu einer simulierten Wahrnehmung anleiten, zu der auch schon die Präferenz für verantwortliche Ursachen geführt hätte, also so, dass das höher belebte Satzglied oder bei gleicher Belebtheit das erstgenannte Satzglied auch grammatisch eindeutig als Subjekt und damit Agens markiert ist, so wie beispielsweise bei dem eindeutigen »Er isst Brot«. Wir würden nach beiden Mechanismen die Wahrnehmung simulieren, dass »Er isst« und das Brot gegessen wird. Oder zweitens können die grammatischen Signale zu einer simulierten Wahrnehmung anleiten, die von derjenigen, zu der die Präferenz für verantwortliche Ursachen geführt hätte, unterschieden ist. Das höher belebte Satzglied oder bei gleicher Belebtheit das erstgenannte Satzglied ist grammatisch eindeutig nicht als Subjekt und damit Agens markiert, wie beispielsweise in »Den Jungen traf die Vase«. Was passiert, wenn die instinktive simulierte Wahrnehmung mit der grammatisch hergestellten konfligiert? Außer in sehr speziellen historischen Konstellationen gewinnen immer die morphologischen Formen und, wenn es sie in der Sprache gibt, feste syntaktische Reihenfolgen gewinnen auch immer gegen die instinktiven außergrammatischen Mechanismen.
Grammatische Signale sind grundsätzlich verbindlicher als außergrammatische Biases. Das heißt, wir simulieren gemäß der Grammatik die Wahrnehmung, dass die Vase den Jungen traf, und nicht gemäß der Präferenz für verantwortliche Ursachen, dass der Junge die Vase traf. Warum gewinnt aber immer die Grammatik? Die Frage ist von überragender Bedeutung, denn sie betrifft das Verhältnis von grammatischen Symbolen zu unseren vorsprachlichen Biases. Sie verspricht Aufschluss darüber, was Grammatik mit unserem sensomotorischen Weltverhältnis macht. Hier ist meine Hypothese. Ich glaube, dass kognitive oder physische Regungen, die mit höheren Lernformen erworben wurden, so etwas wie ein Veto-Potenzial gegenüber Regungen haben, die auf niedrigeren Lernformen basieren. Höhere Lernformen zeichnen sich dabei durch größere Offenheit, höhere Plastizität und biologische Kontingenz aus. Höhere Lernformen sind offen, das heißt, mit ihnen können alle möglichen Regungsschemata erworben werden. Man denke an die Variabilität der Erwerbmotorik. Höhere Lernformen sind plastisch, sie sind also in ihrem Ablauf dynamisch an die Erfordernisse einer Situation anpassbar. Und sie sind biologisch kontingent, das heißt, sie dienen, wenn überhaupt, dann nur äußerst mittelbar biologischen Dringlichkeiten. Der Prototyp davon ist die menschliche, autonom gesetzte, zweckrationale Handlung. Die Selbsttötung ist zum Beispiel eine besonders prominente. Die Hypothese, dass höhere Regungen Veto gegenüber niedrigeren Regungen haben, besagt beispielsweise, dass wir uns klassisch oder operant so konditionieren können, dass das konditionierte Verhalten ein Instinktverhalten hemmt, das ohne die Konditionierung einfach durchlaufen würde. Analog können wir versuchen, mit kognitivem Aufwand, also reflektiert und aufmerksam, gegen erworbene Konditionierungen anzugehen. Das macht sich beispielsweise die Verhaltenstherapie zunutze. Übertragen auf die Sprache bedeutet das, und das ist meine zweite These, mit der ich dann umgehend schließen werde, das Befolgen grammatischer Instruktionen, also von morphologischen Formen und festen syntaktischen Reihenfolgen zur Simulation von Wahrnehmungen, ist eine Form der Konditionierung. Grammatische Symbole haben daher Veto- bzw. Stattgabepotenzial gegenüber simulierten Wahrnehmungen, die auf instinktiven, interpretativen Biases beruhen. Und sie intervenieren gegen diese Biases, wenn sie ihnen widersprechen, und sie segnen diese ab und liefern interpretative Gewissheit für sie, wenn sie ihnen entsprechen. Meine Schlussfolgerung daraus ist folgende: Der Mensch ist das Lebewesen, das mit grammatischen Symbolen gegen die Suggestionen aus seinem eigenen Innern interveniert. Ein animal symbolis interveniens. Oder anders gesagt, Grammatik ist eine Institution der menschlichen Selbstdomestizierung. Und damit danke ich Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.